Jo Leute, was geht? Willkommen zu Dragon's Dogma 2. Heute ist offizieller Release davon. Heute gibt es ein kleines Highlight-Video vom gestrigen Stream vom 21. und schauen die ersten Stunden von Dragon's Dogma 2 rein. Was ich hier gerade schon mal sehe, ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ich weiß nichts von dem Game, ich habe Teil 1 nicht gespielt und auch von Teil 2 habe ich so gut wie keine Trailer gesehen, keine Overviews, kein gar nichts. Ich habe mich da total leiten lassen von der Community, die mir gesagt haben, Dragon's Dogma 2 wird krass. Also gehe ich da komplett blind rein, ich weiß gar nichts. Und das Einzige, was ich schon gemacht habe, ist meinen Charakter zu erstellen. Das heißt, den können wir jetzt gleich auch rüberziehen. Das Spiel gibt es für die PlayStation, für den PC und die Xbox. Hat keinen Multiplayer, ist rein Singleplayer. Aber man kann sich Vasallen wohl rüberschieben lassen von der Community. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein und gucken, was abgeht. Ich bin sehr, sehr, sehr doll gespannt. Okay, das bin ich oder wie oder was? Das bin ich. Sieht er mir nicht zum Verwechseln ähnlich? Kommt mir ein bisschen vor wie bei Gollum. Bei Gollum musste man... Ah, guckt, wie ich laufe. Wie ein Babo. Genau so wollen wir das. Rein performancemäßig sieht es erstmal gut aus, aber ich kann euch direkt mal sagen, mir gefällt der Look hier nicht. Hebe einen Felsen auf. Okay, machen wir das mal. Okay, ich soll Stein tragen. Oh Mann, genau das ist das, was bei Gollum eigentlich richtig scheiße war. So ein Gefangenen-Simulator greifen. Okay, wir haben hier einen dicken, fetten Stein. Tragen den Felsen zurück zu Rook, okay. Ich will ja nicht zu pingelig sein, aber der Anfang hier mit einem Gefangenen... Also erst bist du auf dem Thron, dann stirbst du und dann bist du Gefangener. Weil du dich wiederbelebst oder so. Springen. Und jetzt mache ich hier irgendeine Scheiße. Und trage irgendwo einen Stein hin. Also ich muss... Und ich weiß nicht wo. Es wird mir nur angezeigt, hier unten links auf der Karte, irgendwie irgendwas. Hier bei ihm oder wie? Das ist der nächste Schritt. Okay. Ich hoffe, das ist einfach schnell vorbei, weil das catcht mich gerade null. Bin ich early? Also man muss auch mal einfach ehrlich sein, ne? Untersuche den Aufruhr. Okay, machen wir das mal. Was hier für ein Aufruhr? Was ist das hier für ein Lärm? Oha! War das nicht so, dass man der nicht in die Augen gucken darf, weil man dann versteinert ist? Aha, okay. Also so mystisch mäßig. Das ist ja spannend. Ah, guck mal, da bin ich. Seht ihr ihn? Die Lippen passen irgendwie jetzt in Action nicht mehr so gut. Ah, guck mal, er greift zum Bogen. Wieso? Weil ich ein Bogenschütze bin. Zack, jetzt geht's ab. Okay, der Anfang, die ersten 5 Minuten war scheiße. Jetzt geht's ab. Lösen. 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 Ich weiß gar nicht, was lösen bedeutet, aber ich sag mal lösen. Lösen klingt gut. Ich mach Schaden. Kann man... Ich kann... Warte mal. Ruhiger Schuss. Ich habe gerade... Meine Frage ist, ob ich ausweichen kann. Aber ich sehe nichts mit ausweichen. Ausweichen. Okay, Schnellschuss. Lösen macht einfach automatisch... Dingsbums. Waffen. Gibt es irgendwie Pfeile? Ne, Pfeile habe ich unendlich. Grundhaltung kampfbereit. Okay. Gedrückt halten geht nicht. Okay. Fronttritt. Oh, das ist ja cool. Guckt es euch an. Bam! Bam! Ich tritt die weg. Wegtreten. Ich trete gegen den Schwanz. Nähere dich einem Gegner und drücke R, um ihn zu ergreifen. Okay. Ergreift ihn! Das gucken wir uns ja natürlich an. Greif zu. Also die hat ja gar nichts drauf. Was war das denn? Wenn das der Schwierigkeitsgrad ist... Ey, mir gefällt mein Charakter. Bin ich early? Okay, sprinten. Sprinten auf Kreis. Endlich wieder. Ich liebe nämlich, es so zu spielen. Also mit dem... Zeigefinger auf Kreis. Das ist meine Dark Souls-Haltung. Ich hasse es, das bei Lord of the Fallen. What the fuck? Bei Lord of the Fallen kannst du ja mit L3 drücken schnell laufen. Das finde ich so komisch bei einem Souls-like. Ich meine, es ist kein Souls-like, glaube ich. Oder eine Mischung aus Action-RPG und Souls-like. I don't know. Alles abschlachten? Ja. Alter, nur so mystische Kreaturen. Guckt, wie es bei... Also, was war das denn für ein Ass? Das war ein Ass. Können wir den nochmal ansehen, bitte?
Was? Die killen mein Mount. Alter, wieso weicht der auch nicht aus, Mann? Naja, okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall in der Open World und ich bin so happy, dass das... Ey, ich habe den Stein da weggetragen und dachte, oh mein Gott, wenn ich jetzt hier 2 Stunden einen Gefangenen-Arc habe, dann flippe ich aus. Aber nein, du trägst einmal einen Stein von A nach B, killst Medusa mit deinen Pfeilen, was auch, glaube ich, so programmiert ist, dass du es immer schaffst. Das hätte ein Halbidiot geschafft, also deswegen habe ich es auch geschafft. Und dann geht's ab in die Open World. Gefällt mir sehr gut. Wo ich habe die ersten 2 Minuten so gedacht, oh mein Gott, ob mir das gefällt, aber jetzt rein in die Open World, let's go. Okay, wir laufen ihm einfach mal hinterher. Wir wissen nicht wieso, wir wissen nicht, wo, wir wissen nicht wer wir sind, wir wissen nicht wo wir sind, aber wir laufen ihm hinterher und gucken mal, wie die Landschaft so ist. Und oh Junge, gefällt mir. Gute Lichtschatten, alles scharf. Ich habe noch keine Nachladenfehler gesehen, weil das ist der Anfang, da ist das sowieso immer nicht so, aber... Oha, da sind doch die Verbrecher. Nutze L1 und Viereck und die Waffenfertigkeit zu aktivieren, Stammangriff. Waffenfertigkeit wechseln. Ruhiger Schuss. Und dann schnell, und dann einfach loslassen, ne? Boom. Headshot. Headshot. Oh, der ist richtig umgefallen. Oh, was ich schon mal gut finde, man muss nicht 1000 Pfeile dabei haben. Ergreifen. Werfen? Ich weiß nicht, wofür man das Feature braucht. Vielleicht wird das nochmal irgendwann interessant, aber... okay, du hast hier Kobolde besiegt. Und die kann ich jetzt looten, oder wie? Untersuchen. Apfel, Apfel. Wieso haben die Äpfel dabei? Wäre eigentlich auch der perfekte Moment, um mal zu gucken, was passiert, wenn man stirbt. Besser jetzt als irgendwann später. Wenn ein Gegner zurückweicht, kannst du ihn mit R3 hochheben. Level 2! Was kann ich damit? Warte, warte, da stand irgendwas. Stärke, Magieabwehr, Last, Gesundheit, okay. Und gibt es sowas wie ein... Also A, gibt es ein Max-Level, B, gibt es einen Skillbaum. Aber ich sehe hier jetzt noch nichts, vielleicht kommt das noch. Wisst ihr, was witzig wäre, wenn ihr jetzt in der Hauptstadt direkt so ein Brettspiel finden würde, wie in Witcher oder in Final Fantasy, worin ich direkt komplett versinken könnte. Das wäre witzig. Bereits existierende Charakterdaten nutzen, um deinen Vasallen zu erstellen. Na klar, guckt sie euch an. Abschließen, das ist sie. Gut gemacht, ne? Da ist er doch. Hallöchen. Und die hilft mir jetzt, ja? Okay, wir laufen einfach mal. Wir erforschen mal. Wir sind jetzt in der freien Natur. Kann ich schwimmen? Will ich wissen? Geh rein da. Nein, kann ich nicht. Sei vorsichtig am Rand des Wassers. Die Laken lauern in... Okay, man kann nicht schwimmen. Okay. Ah, man kann nicht schwimmen. Leute, man kann nicht schwimmen. Aber das muss man ja auch mal lernen. Guck mal, ist das hier so ein bisschen von Forest geklaut? Das heißt, da, wo so ein Ding ist, sind Gegner? I don't know, aber das kommt mir für sehr aus Forest bekannt. Das Sprinten und Einsammeln auf demselben Button ist erstmal komisch. Wo ich Vögel abschießen? Ich habe irgendwas getroffen, lul. Die greifen Kollegen an. Alter, wie soll ich die denn treffen? Die sind doch viel zu schnell. Also, ich bin Sniper-Schütze, ist klar, aber Digga, die sind zu schnell, die kann ich nicht treffen. Aber da machen wir lösen. Alter, wieso haben die alle Möpse? Die Medusa eben, die Vögel haben einfach... Seht ihr das? Ein Menschenkopf mit... Du Bestie. Das sieht ja komisch aus. Lol. Seht ihr, wisst ihr, was ich meine? Irgendwie spannend. Die nehmen den einfach mit. Stopp. Die unterlassen ihn fallen. Das ist ja heftige Taktik. Und wie ist das Spiel so? Ich habe aktuell noch gemischte Gefühle. Ich bin jetzt eine Stunde drin und ich finde, man wird gut an die Hand genommen und ich finde auch, die Story wird erklärt und so, dass du ein bisschen weißt, was abgeht. Und ich finde es auch schön zum Anschauen, aber das Gameplay an sich ist aktuell noch nicht so spaßig. Ich bin nicht ganz early. Also das fühlt sich noch nicht so... Es fühlt sich nicht so belohnt an wie in einem Souls-Game und auch nicht so lootig, grindig wie in einem Diablo oder so. Also bislang... werde ich mit dem Gameplay noch nicht so ganz warm. Und das, wie es aufgebaut ist mit dem Labern und Durchschalten, finde ich auch doof. Das ist doch viel zu viel. Das kann ich mir nicht alles durchlesen. Ich will hier kein Buch lesen. An sich sieht es echt gut aus. Läuft flüssig. Also ich habe erstmal keine objektiven, keine offensichtliche Kritik oder so. Also wenn das so bleibt, dass du halt immer 5, 6 Leute mit dabei hast, die voll wie Ackermatch auf die Gegner draufgehen und nicht nur von hinten Baller, finde ich das ganz cool. So 1 gegen 1... Ah, die killen wir doch.
So gefällt mir das. Die wissen gar nicht, was abgeht. Guck mal, die wissen gar nicht, dass ich da bin. Ach, ihr seid so scheiße, ihr dummen Kobolde. Man weiß gar nicht, dass ich da bin. Gefällt mir. Finde ich gut, dass sie auch dumm sind. So soll es auch sein. Ich finde, das habe ich krass gespielt. Wenn ihr mir sagen, was ihr wollt, das habe ich krass... Das habe ich einfach krass... Ey, die hat abgeklatscht! Habt ihr das gesehen? Ihr seid wirklich beeindruckend erweckt. Habt ihr das gehört? Das, also das fühle ich ja. Weil ich einen Triple Kill gemacht habe. Ein Troll! Okay, ist, umso länger wir spielen, umso spaßiger wird das Game, sage ich euch. Half-Life ist ja nur. Kann ich hier mit dem Kopf schießen? Bam. Muss ich den killen? Los, geht alle drauf, Vasallen. Vasallen, geht drauf. Ich kann gar nicht sagen, los. Ich glaube, die wissen schon. Besiege den Zyklopen. Stimme euch ins Auge treffen. Oh mein Gott, der ist hingefallen, der Dummkopf. Ja, Anfang ist noch ein bisschen zäh, aber wird immer geiler, je weiter du kommst. Ja, das glaube ich auch. Also es wurde jetzt einfach die ganze Zeit kontinuierlich besser. Gehe weiter nach Wernerbot. Level 7. Mein Dank gilt euch, Herr. Es scheint, ich habe euch falsch eingeschätzt. Na klar. Das ist doch mal ein Schloss. Wernwot. Hauptstadt von Wermund. Sieht echt schön aus. Also, man kann echt nicht sagen, dass das nicht schön aussieht. Aber mir gefällt der Look einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall sehr nischig, glaube ich. Also, es wäre jetzt kein Game, was ich jedem einfach grundsätzlich empfehlen würde, glaube ich. Weil du schon sehr aufmerksam sein musst. Und es viele, guck mal, wir sind jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden drin. Man musste viel lernen. Das Kampfsystem ist auch eigen. Also, so ist nicht so einfach, muss ich sagen. Aber gut, laufen wir mal weiter, wie es jetzt wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird? 2000! 2000! Ich bin dagegen. Alles in mir sträubt sich da, jetzt 2000 zu zahlen. Komm, so dunkel ist doch auch nicht, oder? Und mit Laterne geht das schon. Ich laufe an den Geistern einfach vorbei. Ich zahle doch keine 2000 Gold, sind die dumm? Cool, dass der einem sagt... Da ist irgendein Boss. Hier ist, also, irgendwas schreit hier. LOL, Skelette. Alter, der Terminator macht aber Work, Alter. Ah, wo kommt der Boss oben her? LOL, da ist er! Oh mein Gott! Who is he? Das war mal so ein Troll. Mach ich da gerade mal fertig. Aber wenn ich nichts sehe. Wieso läuft er einfach in der Nacht ein Troll rum? Wieso schläft er nicht? So! 2100 Erfahrung. Dann habe ich aber auch earned. Level 9. Let's go. Easy. Gar kein Problem für mich. Der habe ich richtig schön weggekickt. Richtig schön weggekickt. Bam. 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 Da unten ist auf jeden Fall... Geht irgendwas ab. Aber da will ich gar nicht hin. Und es wird doch gleich wieder Tag. Seht ihr? Die Sonne geht auf. Die 2000 Gold habe ich mir aber sowas von gespart. Wenn ich nicht hier der Sparkönig von Vermont bin, dann weiß ich auch nicht. Guck mal, es wird schon wieder Tag. Die 2000 habe ich mir aber sowas von gespart. Was das Spiel ausmacht, ist, dass du dich im reinen Erkunden verlierst. Ähnlich wie es bei einem Zelda ist. Die Quests, die ich bisher habe, die kannst du machen und die geben dir auch so einen kleinen Hinweis, wo du hin könntest. Aber grundsätzlich läufst du einfach nur umher und guckst dir alles an, was links und rechts ist. Und killst einfach alles, was links und rechts ist. Hey! Oh! Oh, ins Wasser gefallen. Das ist tödlich. Oh! Und auch ins Wasser. Hey. Das macht Bock, sage ich euch ehrlich. Dieses Abballern aus der Ferne macht richtig Spaß. Und so sieht es echt richtig schön aus, ne? Also so, wenn man so mal übers... Guck mal, das sieht echt gut aus in der Ferne. Beschäftigungstherapie, absolut. Also wenn du einfach ein Open... Also es ist ja auch komplett Open World, ne? Ich könnte da jetzt gerade überall hingehen, glaube ich. Komplett ein Open World Game haben willst. Ey, schlag hier zu. Also das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, storymäßig hookt es mich nicht so. Aber brauche ich es auch gar nicht.
Du kannst leveln, du kannst fighten, du kannst auch dann die Klasse wechseln, wenn du keinen Bock mehr drauf hast. Das ist echt cool. Kannst alles mal ausprobieren. Die Frage ist, wie lange hast du darauf Bock? Also in meinem Fall jetzt. Ich bin, glaube ich, ich weiß nicht, ob mich das sehr, sehr lange hookt. Ich bin jetzt nicht in einer Stunde weg, aber ich weiß nicht, ob ich da einen Monat drin verbringen könnte, wisst ihr? LOL! Der hat einfach einen Stein auf den geworfen. Hast du jetzt gesehen? Ah, okay, die Vasallen, also dieses ganze Vasallen-Feature finde ich unfassbar geil. Dieses Vasallen-Feature, vor allem, weil ich sowas noch nie gespielt habe mit Vasallen. Ich weiß, dass das ein oder andere Spiel gibt, wo man Vasallen hatte. In der Vergangenheit habe ich aber alles nie gespielt. Ich fühle dieses Vasallen-Feature übertrieben. Warte, wir müssen ja kurz die Aussicht genießen. Na, oh mein Gott! Bist du verrückt? Oh mein Gott, wieso macht er das? Ey, ich habe wirklich gerade fast einen Herzinfarkt bekommen. Wie motiviert er einfach da hochsteigt und runterspringen will. Voll der Selbstmörder. Mach's nochmal. Tritt! Das mit dem Tritt ist echt witzig. Alter, und dann kommt er mit seinem Riesenschwert an und haut ihm richtig drauf. Schnauze. Ey, das ist so cool. Wieso ist denn mein Tritt so viel stärker als ein Pfeil? Das verstehe ich nicht. Was ist das? Haus der Röschen. Freudenhaus, da muss ich hin. Es gibt hier ein Freudenhaus. Nur natürlich aus wissenschaftlichen Zwecken, Leute. Ist jetzt natürlich nicht irgendwie, dass ihr was Falsches denkt. Das sind hier rein ein wissenschaftlicher Stream. Wir müssen ja auch ein bisschen was lernen hier. Was man machen kann und was man nicht machen kann. Vielleicht gibt es da einen heftigen Buff oder so. Oder vielleicht kann ich mich da heilen. Bitte geht woanders hin. Unsere Dienste stehen nur Mitgliedern dieses Etablissements zur Verfügung. Ja, kann ich nicht eine Karte erwerben? OMG, wie kriege ich so eine Karte? Wir müssen das herausfinden. Kann ich einfach reingehen? Ich habe Angst, dass ich es mir dann vermassel. Hier kommt auch schon so eine böse Musik. Ja, wie werde ich denn Member, Digga? Ich will ja Mitglied werden. Stell mal vor, du gehst in ein Fitnessstudio und die sagen, du bist kein Mitglied, geh bitte wieder. Ja, biet mir doch was an. Ich bin doch hier, ich habe Geld. Wie viel Geld habe ich? Hier, 16.000 Gold, ich bin reich. Also dieses Vasallen-Feature, Leute, worunter ich mir am Anfang nicht so viel drunter vorstellen konnte. Da liegt doch was. Sehe ich doch. Lass mich da hin. Worunter ich mir. 1400, Alter. Worunter ich mir erstmal nicht so viel drunter vorstellen konnte. Finde ich das jetzt richtig cool, das Vasallen-Feature. Schön von Yakuza morgen noch einen Vasallen mitnehmen. Junge, es macht so viel Bock, dieses Erkunden. Ich glaube, das ist auch ein Game, was du richtig schön nebenbei laufen kannst. Und anders als Final Fantasy VII, was wir ja auch gestreamt haben, oder weil ich gestreamt habe, hast du hier halt die ganze Zeit irgendwie, dass du die ganze Zeit Action hast, so. Es ist wenig, bis auf der ganz, ganz, ganz am Anfang, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass die ganze Zeit abgeht. Geht die ganze Zeit ab, die ganze Zeit irgendwie was zu tun, immer wieder was Neues. Und du hast auch eine steile Kurve nach oben, wie hier Dinge passieren, finde ich. Fällt mir richtig gut. Es ist so belohnt, ey. Du hast hinter jeder Ecke ist irgendwas. Das Game ist so voll, pickepacke voll. Du hast nicht eine Ecke, wo du denkst, okay, hier ist aber gerade langweilig. Überall gibt es irgendwas. Ist ja verrückt. Ob das alles mit der Hand gesetzt wurde oder ob das alles über eine AI läuft. Gibt es ja mittlerweile ganz viel, dass so Open-World-Sachen über AIs gemacht werden, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Hier ist alles. Also erst habe ich keine Ahnung, wo ich bin. Wenn ich unten links die Karte nicht hätte, wäre ich komplett verloren. In diesem Game ohne Karte, das wäre mal witzig. Aber du hast. Alter, dieser Sniper-Lu, Leute. Dieser Sniper-Lu. War noch einer. Da. Lol. Den umgebracht? Es ist übel belohnt. Ich weiß nicht, ob man das einfängt, nur durchs Zusehen, aber guck mal, jetzt ist hier so eine irgendwie. Guck mal, noch eine Kiste. Es ist so geil. Hilfe! Da hast du ja den übelsten Erkundungszwang und du wirst übelst belohnt für das Erkunden. Dix, aber die Frage ist halt, wie lange fühlt sich das noch belohnend an? So, was ich meine? Wie lange ist das noch so belohnt? Luise ist gestorben! Was mache ich jetzt? Wiederbeleben.
Die ist einfach komplett in den Tod gesprungen. Who are you? 0R. Ja, für 0R nehme ich dich. Oh, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wer ist er? Alter, wer ist er? Ich überlege gerade, ob ich nicht irgendwo einen Stein holen kann. Ah ja, drauf. Nein, nicht jetzt, das ist ganz schlecht. Mann, ich will treten. Tritt! So. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin auf ihn. Ist das gut? Soll ich hier bleiben? Ich bin auf ihn drauf. Ich bleib mal hier. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Au. Au. Hilfe. Oh mein Gott. Ich bin tot. Aber will ich den jetzt nochmal bekämpfen? Ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Soll ich es mal versuchen? Der hat halt wieder drei Lebensbalken, ne? Vielleicht übel auf Entfernung. Es war schon eine lange Zeit, die ich machen musste. Oh mein Gott, Digga! Down? Er ist down! 3200, Level up, let's go! Also die Vasallen sind nur so nice, die machen so gute Arbeit. Macht übel Spaß, man. Macht übel Laune, sag ich euch. Macht übel Laune. Alter Schwede, macht das Laune. Was? Das waren 3,5 Stunden. Das waren 3,5 Stunden. Leute, 3,5 Stunden. Ich hoffe, da ist viel, viel Material bei rumgekommen. Ich hoffe, euch gefällt das Game. Holt euch das Game. Gibt es, wie gesagt, für PlayStation, PC und Xbox. Meiner Meinung nach lohnt sich übertrieben und selbst wenn ihr sagt, ey, ich gehe nur die Welt erkunden und alles andere ist mir egal und probiere alle Vasallen aus und alle Klassen, wo wir jetzt gerade nur den Bogenschützen gesehen haben, aus, dann, ja, dann macht das auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Game, auch wenn der Anfang ein bisschen holprig war, mit jeder Minute ist besser geworden. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow freuen, über ein Like und schreibt mal unten in die Kommentare, wer das Game findet und ob ihr noch mehr von dem Game sehen wollt.